Herzlich willkommen zum sechsten Kapitel unserer EMV-Vorlesung und wir wollen uns jetzt noch einmal anschauen, wie sehen verschiedene Filterstrukturen aus, insbesondere mit dem Hintergrund, dass wir jetzt wissen, es gibt verschiedene Störungsarten. Also unsere Gleichtaktstörungen, unsere Gegentaktstörungen, wie können wir diese effektiv bekämpfen? Schauen wir uns zu Beginn die verschiedenen Basisfilterstrukturen an, die wir zur Verfügung haben in unserem Baukasten. Klar, unser einfachstes Filter, das wir überhaupt schon lange kennen, ist unser Kondensator. Und unser Kondensator, der hat ja die Eigenschaft, er soll hochfrequente Strömungen kurzschließen oder Ströme kurzschließen und somit dafür sorgen, dass sie nicht weiter sich ausbreiten können. Als Beispiel, wir haben hier eine Versorgungsleitung, Plusleitung und eine Minusleitung unser Störstrom. Und wir sehen jetzt, der fließt jetzt durch den Kondensator durch und wird abgeleitet gegen die Masse. Das heißt, er taucht hier dann nicht mehr auf, beziehungsweise im weiteren Verlauf, wenn wir jetzt hier rüber gehen und sagen, das ist unsere Netzseite. Das ist die Geräteseite, Netzseite. Da sehen wir, wenn von der Geräteseite eine Störung kommt, wird hier kurzgeschlossen an dieser Stelle nicht mehr zu erkennen oder zu messen. Funktioniert natürlich nur gut, haben wir auch gesehen, wenn der Kondensator entsprechend wenig parasitäre Elemente beinhaltet. Und je kleiner die Induktivität, das war das ESL und das ESR, der Widerstand, desto zu höheren Frequenzen funktioniert die Sache. Aber wir sehen jetzt natürlich auch einen Strom, der in diesem Kreis fließt, haben wir als Nutzstrom bezeichnet. Das ist der gleiche Pfad wie der Nutzstrom auch. Dementsprechend wirkt dieses Ding jetzt nur für eine Gegentaktstörung, also wirksam für Gegentaktstörung. Oder wir haben es benannt als Differential Mode, entsprechend DM, Differential Mode Störungen. Und weil dieser Kondensator so häufig eingesetzt wird, haben sich noch spezielle Namen überlegt. Und zwar ist es jetzt bei uns ein X-Kondensator. So. Gut. Das heißt, X-Kondensatoren sind jeweils im gleichen Pfad wieder die Nutzströme und somit für Gegentakt und Differential Mode verantwortlich. Gleichtaktströme. Schauen wir uns an, was passiert mit Gleichtaktströmen. Und zwar, ich zeichne jetzt nochmal unser System, unsere Plusversorgungsleitung. Jetzt mache ich es ein bisschen, nein, ich mache es nicht, doch, ich mache es ein bisschen größer. Hier ist unsere Minusversorgungsleitung. So, und jetzt haben wir ja gesagt, Gleichtaktströme, die fließen in derselben Richtung. Ja, und gedanklich, ich zeichne es mal ein, also hier. Common Mode Strom. Gedanklich ist es sogar so, ich könnte diese zwei Leitungen jetzt zusammenfassen, das gleiche Potenzial bringen und ich lasse dann Strom, 3 Bits Strom in der Quelle in diese Richtung. Ich deute es mal an. Mache es mal zusammen. So, und jetzt hier eine Anregung, jetzt aber gegen unsere Referenzmasse. Das war ja, Gleichtaktströme fließen ab zur Referenzmasse. Die ist hier natürlich auch da im Differential-Mode-Pfahl, aber diese Minusleitung ist im allgemeinen Fall nicht unsere Referenzmasse. Vergleichen Sie es zu Hause mit dem PE-Schutzleiteranschluss. Das ist unsere Referenzmasse, die umgebende Erde sozusagen. Der Neutralleiter hat hochfrequenztechnisch mit dem PE nichts zu tun. Und so ist es hier auch im Fahrzeug zum Beispiel. Im Fahrzeug haben wir das Chassis, umgeben die Referenzmasse, aber Klemme 31 ist meist nicht direkt mit dem Chassis verbunden, sondern da sind mehrere Meter Leitung dazwischen bis zum nächsten Massebolzen oder Masseanschlusspunkt im Fahrzeug. Also auch hier hat hochfrequenztechnisch nichts mit der Erde bzw. unserem Massepunkt zu tun. Also, jetzt Common-Mode-Ströme fließen gegen diese Masse ab, haben wir gesehen über parasitäre Kapazitäten typischerweise. Das heißt, wir bilden jetzt eine Common-Mode-Störung nach, indem wir ein Stromtreiben hier auf diesen Leitungen. Und jetzt, wenn wir gucken, überlegen wir uns, ich zeichne hier nur mal gestrichelt ein, diesen X-Kondensator von vorhin, der war ja zwischen der Plus-
und der Minusleitung. Und jetzt sehen wir, der X-Coin-Salter, der funktioniert für Common-Mode-Störungen nicht. Ganz einfach aus dem Grund, ich habe oben das gleiche Potenzial wie unten. Das bedeutet, der Strom, der hochfrequente Störstrom, der hat null Interesse, sich hier kurzschließen zu lassen. Wozu auch? Das wäre, wie wenn Sie versuchen, bei gleichem Potenzial, also zwischen auf einem Leiter, den Strom jetzt plötzlich zu sagen, fließ in einen anderen Teil des Leiters. Das würde er auch nicht tun. Hab meinen Skin-Effekt außen vor gelassen. Und das heißt, dieser X-Coin-Salter ist für Gleichtaktströme nutzlos. So, das heißt, wir brauchen jetzt aber eine andere Lösung, diese Störströme kurz zu schließen. Und man definiert es, also man überlegt sich diese neue Struktur, die sogenannten Y-Kondensatoren. Und die Lösung ist eigentlich naheliegend, Y-Kondensator zu sagen, okay, wenn ich ja einen Potentialunterschied habe von meiner Leitung gegen die Masse, dann leite ich halt die Störungen dorthin ab, so dass sie entsprechend dort zurückfließen zur Quelle. Das heißt, ich mache das mal und die klassische Struktur sieht dann so aus, das ist mein CY, ich kann es hier dazu schreiben, CX. Dann haben wir einen zweiten Kondensator, CY, das heißt, es ist immer ein Kondensatorpaar und die Mitte ist hier gegen die Referenzmasse. Ich hätte es auch anders zeichnen können, ich hätte es auch hier einzeichnen, ich mache nochmal ein CY-Paar. Oder hier gegen die Referenzmasse CY. Das ist entsprechend die allgemeine Darstellung im Schaltplan. So, und jetzt sehen wir, die Störströme können sich jetzt schließen. Und zwar die Common-Mode-Ströme, die fließen jetzt so. Und hier gegen die Referenzmasse ab. Und der obere Common-Mode-Strom ebenfalls identisch. Oder fließen hier gegen die Referenzmasse und schließen sich dann über die Quelle, also die Common-Mode-Quelle zurück. So. Sie sehen schon einen Nachteil, ich schreibe sie mal auf noch, also für Common-Mode, Gleichtakt. Also Common-Mode. So. Jetzt sehen Sie schon vielleicht ein Problem dieser Y-Kondensatoren. Das funktioniert nur dann, wenn ich auch wirklich einen Anschluss, Masseanschluss in meinem System habe. In unserer Hausanschlusstechnik kein Problem. Dort haben wir natürlich in den allermeisten Fällen den PEE-Anschluss mitgeführt. Unsere Filter können sich darauf beziehen. Aber auch nur dann, wenn ich eine Schuko-Steckdose benutze. Also sowas in der Art, beziehungsweise eher die andere Seite. Das heißt, wenn Sie einen Stecker an Ihrem Gerät haben, der so aussieht, hier haben wir ja beides mit dabei. Wir haben Neutralleiter, die Phase oder umgekehrt und hier oben bekommen Sie und unten bekommen Sie einen Schutzleiteranschluss, PE, unsere Referenzmasse. Das heißt, wir können dann ganz komfortabel sagen, Geräte mit diesen drei Anschlüssen, wir können Y-Kondensatoren einsetzen. Aber was machen Sie jetzt, hier habe ich ein Beispiel da. Sie kennen diese Geräteanschlüsse ohne Schutzleiter, das heißt immer dann, wenn Sie keine, wenn Sie ein Kunststoffgehäuse haben, also keine leitfähigen Gehäuseteile, beziehungsweise wo bei einem Masseschluss für Sie gefährlich werden könnte. Mal gucken, ob ich ein Beispiel habe. Aber, wenn man es auf die Schnelle sucht, ja. So, ein Steckernetzteil ist ein schönes Beispiel. Schauen wir es hier mal an. Steckernetzteil hat nur einen Anschluss L und N, also Phase- und Neutralleiter. Das heißt, selbst wenn wir das wollten, wir können keine CYs einsetzen, weil uns die Referenzmasse am Gerät fehlt. Gleiches Problem natürlich im Fahrzeug. Auch wenn Sie vielleicht kein metallisches Gehäuse haben, typischerweise solche Alu-Druckgussgehäuse oder wenn Sie, also ein Kunststoffgehäuse, oder wenn Sie gar nicht am Chassis aufgehängt sind und direkt keinen Anschluss haben zur Referenzmasse, dann scheiden Y-Kondensatoren dann entsprechend aus. Das heißt, für diesen Fall
brauchen wir jetzt eine andere Möglichkeit, den Gleichtakt zu bekämpfen. Also jetzt haben wir schon die zwei wichtigen Strukturen gesehen. Jetzt fällt uns aber noch eine weitere Möglichkeit, weil wir haben ja noch sozusagen unser Ass im Ärmel, die induktiven Bauelemente. Die haben wir noch gar nicht besprochen. Also eine Induktivität. Auch hier gibt es eine Möglichkeit, mit Hilfe einer Induktivität Gleichtaktstörungen zu bekämpfen oder zu reduzieren. Was wir dazu machen, ist Folgendes. Wenn wir uns mal überlegen, was soll die Induktivität können? Also, Induktivität, ich schreibe es mal auf, für Common Mode. So, was soll die können, wenn man unsere Wunschliste aufschreiben will? Dann würden wir ganz klar sagen, natürlich, diese Induktivität soll eine hohe Impedanz, also hohes Z für Common Mode Störungen. Und jetzt Achtung, kleine Impedanz, kleines Z oder kleines Z, kleines L für Differential Mode. Warum? Natürlich, man könnte jetzt sagen, macht lieber doch beides bekämpfen. Ja, wenn ich doch schon so eine Wunderdrossel baue, wieso bekämpfen dann nicht Common Mode und Differential Mode mit einem Bauteil? Die Antwort ist ganz einfach. Wenn Sie sich überlegen, wir haben eine Spule. Wenn Sie eine Spule kaufen, dann wird hier meistens immer ein permeabler Kern mit drin sein, hohes μ. Ja, also hohe Permeabilität, μ ist ja μ0 mal μr und dieses μr definiert mir dann hauptsächlich meine Spuleneigenschaften. Schwierigkeit ist jetzt natürlich dieses μr oder dieser Zusammenhang zwischen magnetischer Feldstärke und Flussdichte ist mit der sogenannten BH-Kurve verknüpft und wir benutzen den linearen Bereich und die Steigung ist gekennzeichnet durch dieses μr. Wenn wir es jetzt übertreiben und den Strom jetzt hier zu groß machen, funktioniert es nicht mehr mit linearem Zusammenhang. Wir sagen dann, der Kern geht in Sättigung. Und wenn der Kern in Sättigung geht, dann haben wir eine Art, wie eine Art Luftspule. Das heißt, die zwei Themen schließen sich aus: hohe Ströme und hohe Induktivität aufgrund der Sättigung. Und jetzt machen wir aber einen Trick. Und der Trick ist folgendes. Wir können so eine Induktivität bauen, die quasi nur ein hohes Z hat für Gleichtaktstörungen und aber sich nahezu nicht in die Sättigung bringen lässt. Und zwar, wir wissen ja, wenn wir uns das mal anschauen nochmal, unsere Plusleitung, unsere Minusleitung, wir wissen, jetzt sehen Sie es nicht, Gegentaktstörungen. Die Ströme sind 180 Grad Phasen verschoben zu. Das heißt, der eine Strom, ich zeige es jetzt mal in die Richtung, ist egal, fließt in diese Richtung, der andere Strom fließt in diese Richtung. Das ist unser Differential Mode, IDM. So. Und jetzt, wenn wir die magnetischen Felder anschauen, Daumenregel oder rechte Handregel, Daumen zeigt in die Stromrichtung, die Finger zeigen in die Richtung der Feldlinien. Das heißt, hier oben haben wir ein rechtsdrehendes Feld. Hier unten haben wir ein linksdrehendes Feld. So. Und wenn ich jetzt diese beiden Leiter möglichst nahe zusammenbringe, mach das jetzt mal, also räumlich, dann ist das resultierende magnetische Feld um diese zwei Leiter, zu diesen zwei Leitern, ist nahezu null. Weil der Das Feld des oberen Leiters und des unteren Leiters, die heben sich, je näher die Leitungen sind, umso besser auf. Und das, genau das Gleiche passiert jetzt, wenn ich einen permeablen Kern um diese Leiter bringe. Das heißt, ich mache jetzt, zeichne es am besten. Nehmen wir grün. Grün ist auch oben unser Kern, das heißt, wir machen oder wir bringen jetzt einen permeablen Kern, vielleicht so einen runden Kern hier rein. Und jetzt haben wir eine Gleichtaktspule gebaut mit einer Windung sozusagen. Und wenn wir jetzt die Magnetfelder einzeichnen, dann wissen wir oben, obere Leiter erzeugt ein Magnetfeld in diese Richtung, der untere
in diese Richtung und in Summe, wenn ich eine schön symmetrische Gleichtaktdrossel aufbaue, heben sich die beiden gerade auf. Muss mal schauen, ob ich hier im Labor irgendwo eine Gleichtaktdrossel finde auf die Schnelle. Nee, leider nein, aber wir sehen nachher gleich noch Bilder von diesen Gleichtaktdrosseln. So, und jetzt bin ich ja nicht nur auf eine Windung beschränkt, sondern ich kann es da mehrfach um diese Gleichtaktdrossel oder um diesen Kern, Entschuldigung, herumwinden. Und die Felder heben sich immer auf. Das heißt, ich habe keine Induktivität für die Differential Mode, also Gegentaktanrichtung. Ganz anders sieht es dann aus bei der Gleichtaktanregung. So, und jetzt lassen wir einen Common Mode fließen. Ich mache es ja mal in die Richtung, diese Richtung, und zeichne das ein. Dann haben wir jetzt durch den oberen Leiter ein Feld in diese Richtung und in der unteren, das habe ich falsch gemacht, und in der unteren ebenfalls in diese Richtung. Jetzt sehe ich, der rote Pfeil unten war vorher falsch herum. Das soll sich ja aufgeben. Ich hoffe, Ihnen ist es aufgefallen. So, hier aufgeben. So. Aber jetzt, Gleichtaktfeld, haben wir in beide Richtungen, gleiches Feld, weil die Ströme in die identische Richtung zeigen. Das heißt, sie summieren sich. Dementsprechend habe ich es genau erreicht. Ich habe jetzt eine Spule gebaut, welche nur ein hohes Z, also eine Induktivität, generiert für einen Common Mode, aber keins für einen Differential Mode. Und da sich die Feldstärken durch den Nutzstrom aufheben, kann der Kern eigentlich nur durch die Common-Mode-Ströme in Sättigung getrieben werden, was aber fast nicht möglich ist. Wenn so eine Spule in Sättigung geht, dann durch Unsymmetrien aufgrund des Nutzstroms. Weil, machen wir ein Beispiel, können wir sagen, hier fließen 20 Ampere hin, hier fließen 20 Ampere zurück. In Summe habe ich hier trotzdem die Null. Der Common Mode, der beträgt, welcher mir EMV-Störungen verursacht, 10 Mikroampere. 10 Mikroampere. Und jetzt sehen wir mal die Größenordnung, was das ausmacht. Ja. Das heißt, wir können hier ein extrem hohes Permeabilität einbringen in die Gleichtaktdrosseln und bringen den Kern immer noch nicht in Sättigung. So. Jetzt haben wir es eigentlich. Das sind unsere drei Basisbauelemente, die wir zur Verfügung haben, um Filterschaltungen aufzubauen. Also es war X-Kondensator, nur für Gegentaktstörungen, Differential Mode. Ja. Dann haben wir Gleichtakt, dort haben wir Y-Kondensatoren und wir haben die Common Mode Drossel oder die Gleichtaktdrossel. Man nennt sie auch Induktivität Common Mode, ich schreibe es ja noch dazu, das ist die Gleichtaktdrossel. Gleichtaktdrossel oder anglikanische Sprache überhaupt CMC ist eine Common Mode CM Choke. Choke im Sinne von Spule oder Drossel. Im anglikanischen Sprachgebrauch ist genau so wie bei uns auch zweigeteilt. Wir nennen ja auch Spulen entweder Induktivität, Spule oder Drossel. Drossel, ihren EMV-Begriff, das heißt, ich drossel meinen Strom, ja, manchmal aber auch in der Leistungselektronik verwendet. Ich spreche lieber von Induktivität, dann ist es eindeutig. Im anglikanischen Sprachgebrauch haben wir die Choke oder ein Induktor. Ja, auch hier ist der Sprachgebrauch in vielen Fällen nicht einheitlich umgesetzt sozusagen. Schauen wir uns ein Beispiel einer typischen Gleichtaktdrossel an. Wir sehen hier den systematischen Aufbau, ein Bild der Drossel und schön zu erkennen ist der innenliegende Kern, das heißt der hochpermeable Kern. Und dann haben wir unsere beiden Windungen, eine rechte Windung und eine linke Windung. Das heißt, es entspricht unserer Plusleitung und unserer Minusleitung. Die Gleichtaktdrossel, die lässt sich jetzt natürlich auf verschiedene Arten vermessen bzw. charakterisieren. Und wir sehen hier jetzt, der Hersteller gibt uns ein Ersatzschaltbild an, wie er solche Gleichtaktdrosseln bewertet. Im oberen Bild sehen wir jetzt die Messung bzw. wie charakterisiert er jetzt die Gleichtaktdämpfung.
Und er bedient sich jetzt eines einfachen Tricks. Und zwar, er schließt die beiden Anschlüsse der Spule kurz. Also rechts und links wird kurz geschlossen. Wenn wir unsere Spule nochmal kurz aufzeichnen. Man kann solche Spulen, werden verschiedene Schaltbilder verwendet. Ein häufiges Schaltbild ist hier den Gleichtaktdrossel so zu zeichnen, zu sagen, ich habe eine obere Induktivität, eine untere Induktivität und ich habe jetzt diese zwei Punkte, die zeigen jetzt auf einen gleichgesinnten Wicklungssinn hin. So unsere Common Mode Choke. Lässt sich ja auch gut simulieren in LT-Spice über einen Kopplungsfaktor. Das heißt, dort haben wir eine obere Induktivität L1, untere L2 und dann gibt es ein Befehl, der heißt Punkt K müsste der heißen und dann die Induktivitäten L1, L2 und dann der Kopplungsfaktor, den Wert. Und eine ideale Kopplung würde bedeuten, die haben exakt gleiche Kopplung, das heißt ein Strom in dieser Richtung, der erzeugt ein identisches Feld beim identischen Strom in dieser Richtung. So, also das ist das Bauteil, unser Common Mode Choke, so Gleichtaktdrossel. Wir sehen, dieses Ding hat vier Anschlüsse. Und wenn wir jetzt messen wollen, die Common Mode Impedanz, machen wir jetzt einfach Folgendes, so wie es der Hersteller hier tut. Wir schließen diese Ein- und Ausgänge kurz. Wir reduzieren die Spule also auf zwei Anschlüsse. Und das hat jetzt folgenden Sinn. Wir möchten ja oben den gleichen Strom durchschicken wie unten, den Common Mode Strom. Und wir werden dann feststellen, hier hinten kommt ein kleinerer Strom raus, beziehungsweise, nee, kann man so nicht sagen. Strom ist natürlich gleich groß, aber wir erzeugen uns eine Impedanz, einen Spannungsabfall entsprechend dem Strom, den wir dort durchschieben. Und wir können dann, wir sehen es hier links dargestellt, eine Dämpfung ausweisen. Das ist dann jetzt die schwarze Kurve, eine Dämpfungskurve für die Common Mode Dämpfung. Dann das gleiche können wir jetzt natürlich machen für Differential Mode. Nur dass das Setup einen differenziellen Strom vorsieht, der durch unsere Drossel fließt. Und jetzt nehmen wir einfach den zweiten Aufbau, unsere Spule. Punkt, Punkt, gleichgerichtet. Das ist unser Bauteil. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir schließen nur auf einer Seite kurz, das heißt, wir schicken einen Strom oben rein. So, und der gleiche Strom, der kommt jetzt natürlich unten raus. Und auch hier können wir das Z bestimmen der Spule, indem wir hier eine Spannungsquelle anlegen, einen Signalgenerator. Typischerweise natürlich unser Impedanzanalysator, den haben wir schon kennengelernt, wird hier angeschlossen oder vorher bei Common Mode hier oben und dann kriegen wir ein Z über F. Und dieses Z über F können wir natürlich auch ausdrücken und sagen, wir benutzen diese Spule als Filterelement und dann erhalten wir wieder eine Dämpfungskurve. Und diese Dämpfungskurve ist hier noch rot dargestellt für Differential Mode. Wir sehen, den Differential Mode kriegen wir nicht ganz weg. Ja, obwohl wir uns eine Spule gewünscht haben, die nur den Common Mode bedämpft. Aber wie gesagt, wer kann schon eine exakt genau symmetrische Spule wickeln? Vielleicht, es gibt aber auch Spulen, die sind leicht gewollt, leicht unsymmetrisch. Ich muss dann entsprechend dafür schauen, den Kern nicht in Sättigung zu bekommen. Das heißt, wir erschlagen dann mit einer Spule zwei Probleme. Wir haben hier jetzt in dieser Spule eine Common-Mode-Dämpfung, die ist sehr stark für tiefe Frequenzen und für höhere Frequenzen würde jetzt dann der Differential-Mode-Dämpfung zuschlagen. Das heißt, diese Spule ist in der Lage, sogar beide Emissionsarten zu bedämpfen. Ferrite sind ein wichtiges Hilfsmittel in der EMV-Entwicklung im EMV Engineering. Jeder kennt sie bzw. hat sie schon einmal gesehen. Hier auf der Folie sehen wir schon ein Beispiel typischer Klappferrite, wie sie häufig zum Einsatz kommen. Die Idee ist ganz einfach. Ich nehme einen Ferrit, also ein hochpermeables Material, und ich klemme jetzt diesen Ferriten direkt über unsere Leitungsverbindung. Also genauso wie wir es hier gemacht haben zur Herleitung der Gleichtaktdrossel. Könnte sagen, typischerweise
ist ein Ferrit eine Gleichtaktdrossel mit einer oder zwei Windungen, vielleicht auch mal drei oder vier, je nachdem, wie viele Anzahl an Leitungswindungen ich durch diesen Ferrit dann entsprechend wickeln kann, also die Größe, die Lochkerngröße des Ferrits. Hier zum Beispiel das Beispiel der Firma Wirth Elektronen, gibt es dann spezielle Schlüssel, solche Stecksysteme, um die Ferrite dann gegebenenfalls auch wieder öffnen zu können. Das heißt zusammengefasst, Ferrite sind kleine Gleichtaktdrosseln mit wenigen Windungen. Sie kennen Ferrite bestimmt von sehr vielen Geräten. Ich habe hier mal ein Beispiel noch dabei, und zwar, wenn wir hier gucken, das ist ein Notebook-Netzteil, und hier sehen wir jetzt sogenannten Ferrit direkt aufs Kabel draufgebracht, und das ist genau die Wirkung, so wie wir sie hierher geleitet haben. Und ich vermute, die Idee bei diesen Ferriten ist, jetzt die Störungen, welche aus dem Notebook herauskommen, direkt am Kabel abzufangen und dafür zu sorgen, ich habe hier eine hochohmige, also für hohe Störströme, eine hohe Impedanz, die verhindert, dass die Störströme aufs Kabel gelangen und so dann entsprechend für eine hohe Emission, gestrahlte Emission, leitungsgebundene Emission führen können. Das heißt, wir können Ferrite ganz einfach während der Entwicklung Tests im Labor auf die Leitungen integrieren und entweder und schauen, wo entstehen die Störungen und wie breiten sie sich aus. Viele Ferrite, so auch hier auf dieser Leitung, zeigen eigentlich, sie hatten ein Problem bei der EMV-Messung. Normalerweise versuchen sie, solche Ferrite zu vermeiden. Kabel bzw. Leitungsverbindungen, dort noch zusätzlich ein Ferrit drauf zu bringen, das ist sehr viel Aufwand und ist teuer in der Produktion. Der Ferrit muss da drauf, er muss verschweißt werden, er muss gegen Wegrutschen gesichert werden. Das heißt, das ganze Lebensdauerthema muss mit betrachtet werden. Auch im Automobilbau, dort ist es noch krasser. Klar, ein Ferrit auf eine Leitung zu bringen, ist immer eine einfache Maßnahme. Wir können sagen, okay, komm, das Problem wälzt sich auf meinen Kabelsatz mit ab. Aber auch dort sehr vieles Handarbeit. Der Ferrit muss da drauf geklipst werden. Vielleicht nur einzelne, mehrere Windungen da drauf gemacht werden. Mit dem Vorschlag stoßen Sie bei Ihren Kollegen von der Verkabelung nicht auf Gegenliebe. Vielleicht erinnern Sie sich sogar an das Beispiel aus dem Kapitel 1 oder 2 war es, wo ich Ihnen dieses Ladegerät gezeigt habe und dort waren 4, 5 Ferrite untergebracht zur Einhaltung der EMV-Grenzwerte. Schauen wir uns jetzt auf den nächsten Folien an, wie funktionieren solche Ferrite, beziehungsweise wie kann ich deren Material beschreiben, ihre Eigenschaften charakterisieren, sodass sie für uns nachher im Frequenzbereich eine Auswahl bieten, beziehungsweise dass wir einen Ferrit finden können, welcher für uns die optimale Dämpfung bringt. Ferrite haben nicht nur eine rein induktive Wirkung, das heißt, sie stellen eine hochohmige Impedanz, entsprechend Z ist gleich Omega mal L, den hochfrequenten Störungen entgegen. Nein, sie besitzen auch eine Art Realteil, das heißt einen realen Wirkwiderstand, welcher die hochfrequenten Ströme sozusagen absorbiert und in Wärme umsetzt. Um dieses zu erklären, schauen wir uns nochmal die Grundstruktur unseres Aufbaus an. Wir haben typischerweise die Versorgungsleitung Plus und Minus in unserem Ferrit, aber es können natürlich auch Daten- und Signalleitungen da drin liegen. Das heißt, wir können jetzt ein Ferrit aufspannen über unser Gesamtsystem, so wie es hier einmal im Notebook-Netzteil war. Und dort laufen bestimmt noch mehr Signale mit bis zum Notebook. Dann kommt unser Ferrit, versucht den jetzt mal zu zeichnen, ja. Unser Ferritkern. Und wir haben uns ja überlegt, dass je nachdem, wir haben jetzt unsere Differential Mode Signale, die Nutzströme, das heißt, das wird, wir könnten sagen, zwei Leitungen, Versorgungsleitungen führen jetzt einen hohen differentiellen Strom. Die Felder löschen sich im Kern entsprechend aus und die Gleichtaktströme, wie sich hier jetzt ausbilden, für all diese Gleichtaktströme bildet sich jetzt ein gemeinsames Magnetfeld aus, also Flussdichte. Und es gibt eine induktive Wirkung unseres Ferrits. Wir können jetzt unseren Ferrit aber auch darstellen. Wie gesagt, es kommt jetzt noch eine
reelle Größe hinzu, als L und R. Und diese reelle Größe, die wird hauptsächlich gebildet durch die Kernverluste in unserem hochpermeablen Material. Dort sind Wirbelstromverluste zum Beispiel enthalten, also Kernverluste. Wirbelströme, Skin-Effekt auf der Leitung zum Beispiel. Dann vielleicht mache ich mehrere Turns darum, dann erhöhe ich natürlich auch ein Stück weit den Wirkwiderstand der Leitung, aber hauptsächlich sprechen wir hier von Kernverlusten und Wirbelstromverluste, welche beim Ummagnetisieren auftreten. Man muss sich das so vorstellen, ich habe ja eine Wechselgröße, eine hochfrequente Wechselgröße. Es bleibt eine Wechselspannung. Ja? Das heißt, einmal kommt eine positive Amplitude, dann kommt eine negative Amplitude und so weiter. Aber im Umkehrschluss heißt jetzt, ich habe hier ein Wechselfeld mit drin. Dieser Stromfluss, der wird ja auch eine Wechselgröße sein. Hochfrequenz, also mit den Oberschwingen auf jeden Fall. Sie erinnern sich an die Fourier-Zerlegung. Und das bedeutet, dass ich jedes Mal den Kern ummagnetisiere. Ja? Und diese Ummagnetisierung entsprechend auch Verlusten. So, und dann haben wir natürlich diesen L-Term. Und der L-Term wird hauptsächlich dann gebildet durch die Anzahl Windungen, also N Anzahl Windungen und die Permeabilität μ unseres Kerns, unseres Kernmaterials. Die Verluste lassen sich beschreiben, indem wir jetzt eine komplexe Permeabilität uns definieren, weil wir haben ja also diese auch Verluste sind ebenfalls frequenzabhängig, also kein klassischer Wirkwiderstand im eigentlichen Sinne. Das heißt, wir definieren uns jetzt, damit wir es rechnen können, einen frequenzabhängigen Wirkwiderstand. Wir sagen, R ist gleich Omega mal L mal μ. 2 Strich, Omega klar, wieder immer 2 Pi mal Frequenz. Und jetzt XL, das heißt die Impedanz unseres Kernmaterials im Zusammenspiel mit dem Leiter als Omega mal L mal μ Strich. So. Und jetzt sagen wir unser μ2', das sei komplex, weil dann können wir es ganz einfach mit unserer komplexen Rechnung lösen und können sagen, z ist gleich r, das heißt Omega l mal, und jetzt Klammer auf μ' minus j μ2', dann muss ich hier noch ein j Omega l setzen. Jetzt sehen Sie den Vorteil an der Sache, wir haben hier die klassische Beschreibung unseres ZLs, wie wir es kennen, Omega mal L. Und den Trick, hier ein μ einzufügen für unseren resistiven Teil, also den Realteil, wir müssen da noch ein Minus mit einfügen, weil minus J, J mal J gibt minus 1. Und das heißt, ich muss hier es wieder positiv gestalten, indem ich hier mit minus 1 multipliziere. Also deshalb minus J μ2'. Und jetzt sehen wir, durch die zwei Parameter μ' und μ2' sind wir in der Lage, unsere beiden Anteile, den resistiven Anteil, der, Achtung, natürlich nach wie vor frequenzabhängig ist, und den permeablen Teil zu beschreiben. Auch der permeable Teil, also Standardwert, welche wir Magnetfeld beschreiben, der Zusammenhang zwischen B und H, der ist natürlich auch frequenzabhängig bzw. abhängig vom Kernmaterial. Bisher erkennen Sie vielleicht die BH-Kurve ganz klassisch mit diesem Anstieg. Ja. Im Zusammenhang BH-Kurve A, B oder umgekehrt. So. In die Neukurve. Und wir bewegen uns hier jetzt im linearen Teil und der Steigung. Der Zusammenhang unserer Permeabilität. So kennen Sie vielleicht diese Schaube, das gilt für Gleichfelder. Ja? Aber was passiert jetzt bei Wechselfeldern? Und wir sehen gleich im weiteren Verlauf, wir haben natürlich auch einen frequenzabhängigen Wert, das heißt μ und μ' und μ2', beide sind eine Funktion der Frequenz und materialabhängig.
Hier sehen wir ein Beispiel der typischen Kurven für L und XL, also der Impedanz unseres Ferrites über der Frequenz. Auf der X-Achse dargestellt in logarithmischer Skalierung die Frequenz und auf der Y-Achse jeweils die Impedanz, ebenfalls logarithmisch von 1 bis 1 Kilo Ohm. So, jetzt haben wir drei Grafiken. Das eine ist das XL. Das andere ist der Wert für R, also der Realteil, und dargestellt ist noch Z, also besser gesagt der Betrag von Z. Und Betrag von Z bildet sich hier einfach darüber, sagen Z ist gleich R Quadrat plus XL Quadrat und daraus die Wurzel, entsprechend den bekannten Zusammenhänge aus unserer Wechselstromlehre. Schauen wir uns die Kurvenverläufe an. Wir sehen, beginnen wir mit R, in der dunklen oder grauen Kurve. Wir sehen hier ansteigend der Verlauf. Das heißt, die Kernverluste, die Verluste im Kern, die kommen erst, treten erst mit höheren Frequenzen auf, aber dominieren dann für sehr hohe Frequenzen sozusagen. Der permeable Anteil, also das, was wir quasi als Nutz, könnte man sagen, als eigentlich Induktivitätswert, der greift schon relativ früh, auch für tiefe Frequenzen funktioniert es gut und verliert aber an Bedeutung in einem früheren Frequenzabschnitt verglichen zum R-Wert. Und jetzt die quadratische Summe daraus, beziehungsweise dann die Wurzel natürlich, ergibt es dann unser Gesamtverlauf der Impedanz Z für unseren Ferrit, hier mal gemessen in einem sehr weiteren Frequenzbereich bis hoch auf 2 GHz. Zur Herstellung der Ferrite werden unterschiedliche Materialien verwendet, je nachdem, welchen Frequenzbereich wir bedämpfen müssen bzw. wo wir ein Problem haben. Hier mal dargestellt für verschiedene Materialien der XL-Wert, also Reaktanzwert, das ist quasi unser Wert hier, XL Omega L μ Strich, und auf der rechten Seite der Widerstandswert, entsprechend Omega L μ 2 Strich. Jeweils bezogen, skaliert auf 100%, damit man einen einfachen Vergleich bekommt zwischen den einzelnen Materialien. Wir sehen Eisenpulver, die schwarze Kennlinie, eine gute Wirkung im tiefen Frequenzbereich bis ca. maximal 10 MHz. Und hier wirkt auch der Wirkwiderstand R, wir sehen aber auch bis ca. 10 MHz, dann ist hier Schluss. Wollen wir höhere Frequenzbereiche bedämpfen, müssen wir das Material wechseln sozusagen. Wir gehen dann auf Manganzink oder Nickelzink in gepresster Form. Und es lassen sich, wie Sie, wenn Sie im Katalog durchschauen, viele verschiedene Formen darstellen. Das ist ein Gesinter, ist quasi ein Pulver. Das Pulver wird quasi gesintert, also unter hohem Druck in verschiedene Formen gepresst, welche uns dann als Ferrit zur Verfügung stehen. Hier mal ein Beispiel, wie sowas aussieht von der Firma Wirth. Auch hier gibt es seitenweise Kataloge, welche man durchschauen kann. Und typischerweise ist dann angegeben, wieder jetzt über der Frequenz, hier gemessen bis 100 MHz, die Impedanz, also gleich der Betrag von Z. Und wir sehen dann typischerweise verschiedene Kurven. Die schwarze Kurve ist, wenn wir eine Windung der Leitung durch den Ferrit führen. Und die rote Kurve in diesem Beispiel, wenn wir zwei Windungen durch den Ferrit führen. Das ist skalierbar. Die Hersteller, wenn sie sagen, sie haben noch mehr Platz für mehr Windungen, was aber eher unüblich ist, dann liefern sie ihnen bestimmt auch Messergebnisse für 3 und mehr Windungen. Wir kennen jetzt alle möglichen Einzelelemente, aus denen wir unser EMV-Filter aufbauen können. Das war X-Kondensator, Y-Kondensator und die Gleichtaktdrossel. Hört sich wenig an. Aber wenn wir jetzt anfangen, Kombinationen daraus zu bilden und uns überlegen, wie sieht unser Filter aus, dann haben wir wieder eine relativ große Auswahlmöglichkeit, wie unser Filter aussehen kann. Hier noch einmal eine Übersicht der möglichen Filterstrukturen und deren Wirkung auf Gleich- und Gegentaktstörungen. Zu beachten ist die Längsdrossel.
Die Längsdrossel hier im Bild dargestellt wirkt sowohl auf Gleichtakt als auch auf Gegentaktstörungen, hat aber den Nachteil, dass es unter anderem zu einer Modenwandlung kommen kann. Hier ist besondere Vorsicht geboten. Dann ist hier dargestellt, Y-Kondensatoren, haben wir bereits kennengelernt, wirken auf Differential Mode und Common Mode. Jetzt werden Sie sagen, halt, warum? Warum wirken Y-Kondensator plötzlich auch auf den Differential Mode? Die Antwort ist einfach. Schauen wir uns nochmal den prinzipiellen Aufbau an. Ah, ist ganz schön weit zurück. Moment. So. Hier sind unsere Y-Kondensatoren und wir sehen auch eine Differential Mode Störung. Da fließt hier der Strom in diesem Kreis. So. Sieht jetzt zwei Kondensatoren, also zweimal CY, aber jetzt in Serienschaltung. Das heißt, die CY, ein CY entspricht im Differential Mode CY halbe. Das heißt, die Y-Struktur wirkt sowohl auf Gleichtakt als auch auf Gegentakt, allerdings mit reduzierter Kapazität. Gehen wir noch einmal zurück zu unseren Netzfiltern und schauen wir jetzt in den Schaltplan, welche Filterelemente dort umgesetzt werden. Im Beispiel sehen wir jetzt auf der linken Seite den Netzanschluss N und PE, also N, PE und P, genau, also neuen Schutzleiter und P hier als Phase bezeichnet. Dann kommt erster Eingangsschalter, interessiert uns EMV technisch nicht, aber das erste Element ist jetzt ein CX-Kondensator. Es macht durchaus Sinn für den allgemeinen Fall, weil gehen wir mal davon aus, wenn wir jetzt Richtung Netzseite schauen, dort haben wir lange Anschlussleitungen, wir haben die Hausanschlusstechnik, das heißt hohe Induktivitäten und damit hohe Impedanzen für hohe Frequenzen, Z Omega mal L. Das heißt, es macht durchaus Sinn für den allgemeinen Fall, hier jetzt erstmal ein CX vorzusehen. Dann kommt ein Entladewiderstand für diesen Kondensator, das ist ihr sicherheitstechnischer Aspekt. Und jetzt sehen wir, kommt eine Gleichtaktdrossel. Das Bild, es gibt verschiedenste Darstellungsformen, Schaltsymbole für Gleichtaktdrosseln. Alle haben gemein, ich sehe immer zweimal eine Induktivität im oberen Pfad und im unteren Pfad. Und dann wird es gemacht, entweder über Punkte, hier ist ein Kreis dargestellt, es gibt aber auch solche Z-förmige oder solche U-förmige Gensymbole. Bei Filter ist es meistens klar, es ist eine Gleichtaktdrossel. So, wenn wir weiterschauen, dann sehen wir jetzt zweimal CY und das ist ein guter Schachzug sozusagen, weil diese Struktur hier bedämpft mir jetzt von unserem Gerät kommende Gleich- und Gegentaktstörung. Wir wissen, so ein Filter wirkt umso besser, je besser hier die Masseanbindung umgesetzt ist. Das heißt, ganz wichtig ist eine saubere und gut kontaktierte Masse, jetzt auf PE. Das heißt, als Beispiel für dieses Filter, ich muss dafür sorgen, dass dieses geschirmte oder halt geschlossene Gehäuse sozusagen gut auf PE angebunden ist, also über eine großflächige und niederohmige Verbindung zu PE verfügt. Ich hoffe, Sie erinnern sich, im letzten Kapitel sind wir hingegangen und haben für unsere Filter in der Zweileiterstruktur, also wenn wir nur zwei Anschlussleitungen haben, ohne die Referenzmasse, Regeln aufgestellt, welche Struktur denn zu benutzen ist, zum Beispiel jetzt mal dieses Kondensators, in Abhängigkeit der Impedanzen rechts und links des Filters. Ich habe für Sie das Gleiche noch einmal dargestellt, jetzt für die Dreileiterstruktur, das heißt, ich habe jetzt Plus, Minus und Referenz oder L, N und PE und auch hier jeweils bewertet in Abhängigkeit der Ein- und Ausgangsimpedanz. Sie finden, es ist ein bisschen klein geworden jetzt auf der Folie, Sie finden die gesamte Tabelle auf der Homepage im Skript. Schauen wir uns jetzt ein Beispiel an zur Filterauslegung. Wir machen das anhand einer Simulation. Weil in der Simulation können wir selber bestimmen, wie groß sind unsere parasitären Ströme, also die Gleichtaktströme. Und wir kennen die Filter bzw. die eingesetzten Baulimite ganz genau, weil wir definieren, wie deren Verhalten ist. Jetzt mal der prinzipielle Aufbau des Systems.
Dargestellt ist als elektronische Schaltung ein Motortreiber in Form einer H-Brücke. Klassische Schaltung, um hier in der Mitte der Brücke einen Gleichspannungsmotor anzusteuern. Und die Last habe ich jetzt ausgelagert, sehen wir hier dargestellt. Das könnte jetzt ein Ersatzschaltbild für einen Motor sein oder einen Heizkreis, was auch immer, irgendeine Last, welche versorgt werden möchte und jetzt halt über ein PWM-Signal. Das heißt, wir haben getaktete Signale bei uns, so wie wir es aus unserem Tiefsitzsteller schon kennen. Damit ist die Schaltung einen Zwischenkreiskondensator, der puffert den Eingangsstrom sozusagen, dass der Motor genau dann seine Leistung bekommt und Strom, wenn er es braucht. Weil wir setzen jetzt hier zum einen die Filterschaltungen ein und wir haben, das sehen wir in diesen Kisten jetzt, immer entsprechende Netznachbildungen verbaut. Sie erinnern sich, Netznachbildungen sind dazu da, um eine konstante Impedanz zur Verfügung zu stellen, sodass alle Labore auf der Welt gleich messen. Das ist der eine Grund. Und der zweite, ich koppel die Störungen aus. Und was auch wichtig ist, ich habe mit der Störauskopplung kommen die Induktivitäten mit dazu. Für Automotive haben wir jetzt in jedem Leitungspfad 5 Mikrohenry in Serie. Und jetzt überlegen Sie sich, wenn ich hier ein Schaltelement habe, ja, das heißt, wir haben vielleicht ein PWM-Signal, Tiefsitzsteller, zum Beispiel Schießsitzstellerbetrieb für unsere Motorapplikation. Jedes Mal, wenn ich den MOSFET schließe und ich möchte, dass ein Stromfluss entsteht, dann verhindern diese Induktivitäten im ersten Schritt, dass ich einen Strom aufbauen kann, weil Sie wissen, Induktivitäten bremsen unsere Ströme. Deshalb hier die Zwischenkreiskapazität. Wie so eine Zwischenkreiskapazität ausgelegt wird, das schauen wir uns ganz genau in den nachfolgenden Kapiteln an. Jetzt erstmal, sie ist da und sie wirkt so gut, dass quasi unsere Last, unser Motor hier hinten, so eine volle Leistung aufbringen kann. Dann benutze ich für die einzelnen Leitungen auch Induktivitäten, um das parasitäre Eigenschaften der Leitungen darzustellen. Und jetzt Achtung, hier sehen wir jetzt verschiedenste Streukapazitäten angenommen, auch vom Minuspfad, vom Pluspfad, dann natürlich auch von der Motorseite. Hier gibt es eine Streukapazität und damit werden jetzt die parasitären kapazitativen Eigenschaften abgebildet, welche wir zum Beispiel haben. Nicht hier entstehen von einem Motorgehäuse, so einen Motor mal anschauen. Hier ist mal beispielhaft ein Motor dargestellt. Ich denke, man kann sich sehr gut vorstellen, ein großes metallische Struktur. Und wenn die jetzt auf einem Potential liegt, dann bildet die natürlich zur umgebenden Referenzmasse eine Kapazität aus und wirkt dann entsprechend auch so über der Frequenz. Es können dann unsere Störströme hier abfließen. In den Netznachbildungen integriert ist dann entsprechend, wie gesagt, die Induktivitäten und die Kapazitäten, sodass es eine normgerechte Netznachbildung ergibt. Dann haben wir 50 Ohm Messwiderstände, die sind extern verbaut, um die Spannung hier abgreifen zu können. Weil, klar, die Schaltung fängt jetzt an zu arbeiten, sie erzeugt jetzt Störungen und wir müssen sie ja bewerten. Und das machen wir genau an diesem Punkt. Wir sehen hier jetzt dann die Referenzmasse. In SPICE ist es ein ganz wichtiger Punkt. Es ist nämlich das SPICE-Nullknoten, die Referenzmasse. Die braucht jede SPICE-Simulation, egal mit welchem Programm Sie arbeiten. Weil auf diesem Punkt wird es die gesamte Knotenmatrix des Systems berechnet. Und klar, das ist jetzt unsere Referenzmasse. Im Fahrzeug wäre das unser Chassis, zu Hause unser PE-Anschluss. Und jetzt sehen wir, der Störstrom wird ausgekoppelt und genau hier werden wir jetzt das System bewerten. Jetzt mal ein Ergebnis unserer Simulation. Wir sehen links dargestellt die Störspannung U+ und U-. Das entspricht der Werte an unserer Netznachbildung. Ganz klassisch gemessen mit dem Verfahren, welches Sie in Kapitel 2 kennengelernt haben. Dargestellt über die Frequenz logarithmisch und auf der Y-Achse jetzt die Spannung in, sagen wir mal kurz gucken, dB Mikrovolt. Genau. So, auf der rechten Seite,
Da habe ich jetzt diesen Trick durchgeführt. Das heißt, wir machen eine phasenrichtige Addition und Subtraktion dieser zwei Störgrößen und bilden so jetzt unsere Gleich- und Gegentaktstörungen. Wieder dargestellt über der Frequenzachse und gleiche Aufteilung der Y-Achse. Und jetzt sehen wir in Rot dargestellt die Differential Mode, also Gegentaktstörungen. Das sind die Störungen, welche aus dem Schalten unserer Halbleiter, unserer PWM-Struktur entsteht, sozusagen die Oberschwingung der Nutzströme. Und in Blau dargestellt sehen wir jetzt die Common Mode-Störungen. Das heißt, sind die hochfrequenten Störströme, welche über unsere parasitären Kapazitäten sich ausbilden. Und klar, Sie erinnern sich, eine Kapazität, deren Impedanz ist, wird umso kleiner, je höher die Frequenz ist. Parasitäre Kapazitäten haben die Eigenschaft, dass sie vom Prinzip her immer sehr klein sind. Wir sind im Picofarad-Bereich, ja? Wir wenige Picofarad. Das heißt, die Impedanz, ab der ein Strom fließen kann, die wird erst interessant für sehr hohe oder höhere Frequenzen, mehrere 10, 100 MHz. In diesem Beispiel sehen wir jetzt, ich habe es mit eingezeichnet, eine Grenze und genau deshalb machen wir das ja. Wir sagen ab, jetzt müssen wir nochmal näher ran, 10 hoch 0, 1, 2, 3, 4, ab circa 5 MHz dominiert jetzt rechts der Common Mode, also die Common Mode Störung, und darunter sehen wir, da dominieren die Differential Mode Störgrößen. Das heißt, wenn wir jetzt mal beide Grafiken nebeneinander legen, sieht man recht schön, bei den, wir sagen, nodalen Messungen gegen massebezogene Messungen, hier auf der linken Seite, keine große Unterscheidung zwischen den beiden Störungen möglich. Auf der rechten Seite sieht man recht schön eine super Unterscheidung, welche Störgröße denn dominiert. Und jetzt schauen wir, was passiert, wenn ich verschiedene Filter in dieses System einbringe. Das heißt, vor unsere schaltende Leistungselektronik Richtung den Netzanschluss. Zugegeben, für die nächsten Folien brauchen Sie etwas Geduld, aber auch das gehört zur EMV dazu, sich verschiedene Messkurven anzuschauen und bewerten, was wird besser oder wo wird es eher tendenziell schlechter. Wir sehen hier jetzt das Ergebnis, wenn wir in unsere Simulation einen X-Kondensator mit einfügen. Im oberen Teil der Folien sehen wir jetzt den Differential Mode und Common Mode. Das ist hier die oberen rechts und linke Grafik. Und jeweils im Vergleich zur ursprünglichen Messung, also ohne eingefügtes Filter. Also Beispiel rot hier dargestellt, Differential Mode, rot in Mitfilter und schwarz ohne Filter. Auf der rechten Seite das gleiche für Common Mode, also in blau jetzt die Common Mode Störungen, in schwarz dahinter liegend die Störungen, Common Mode Störungen ohne Filter. Unten dargestellt dann entsprechend die Messungen nodal, also bezogen auf Masse, U plus mit Filter, bezogen auf ohne Filter und rechts das gleiche für U minus mit Filter, ohne Filter. Also versuchen wir jetzt die Werte zu interpretieren. Wir fügen einen X-Kondensator ein und laut unserer Definition darf ein X-Kondensator nur auf die Gegentaktstörungen auswirken und auf sonst keine andere Störung. Schauen wir uns an, was passiert. Das heißt, wir erwarten eine Dämpfung und genau die sehen wir hier auch, wenn wir vergleichen mit X-Kondensator zu ohne X-Kondensator. Dann sehen wir eine klare Dämpfung des Differential Mode Signals. Gehen wir rüber im Common Mode, stellen wir fest, es passiert gar nichts und genau das haben wir auch erwartet, weil der X-Kondensator ja nur für Gegentaktsignale eine Dämpfung generieren kann. So, uns interessieren ja aber die Einhaltung der Grenzwerte und nicht Common Differential Mode Signale. Das heißt, wir müssten jetzt nach unten gehen und schauen, also hier unten, und schauen, was passiert jetzt mit den nodalen Größen, also gegen Masse bezogen. Und wir sehen, hier tut sich ein bisschen was im unteren Frequenzbereich.
für U plus und U minus. Das heißt, wir bekommen eine leichte Dämpfung, ist jetzt nicht weltbewegend, aber wir sehen auch, die Filterdämpfung ist nicht sonderlich groß. Aber wir sehen hier in dem Bereich, in dem die Gegentaktstörungen dominieren, das ist der untere Frequenzbereich, haben wir ja vorhin gesehen, bis 4, 5 MHz, dort haben wir eine leichte Dämpfung. Jetzt machen wir das gleiche mit Y-Kondensatoren. Sie brauchen sich nicht umgewöhnen. Oben in den Grafiken sehen wir wieder Common Differential Mode, Vergleich mit und ohne Filter, jetzt Y-Kondensator, und unten die massebezogenen Größen mit zu ohne Filter. Gehen wir erst hoch und schauen uns den Einfluss der Y-Kondensatoren auf Differential Mode, Common Mode an. Wir sehen, die Y-Kondensatoren wirken sich auch leicht auf die Differential Mode Störungen aus, aber wie vorhin auch sehr dezent. Gehen wir jetzt rüber und schauen uns an den Einfluss der Y-Kondensator auf Common Mode, also Gleichtaktstörung, sehen wir ein Wahnsinnsergebnis. Ja. Die blaue Kurve wird im Vergleich zur schwarzen massiv nach unten gedrückt und Sie sehen, oder kommt, der Filter wirkt super für diese Gleichtaktstörungen. Und weil jetzt die Gleichtaktstörungen ab ca. 4, 5 MHz dominieren und wir die Gleichtaktstörungen dermaßen bedämpfen, müssen wir das Ergebnis auch in unseren massebezogenen Größen erkennen. Und genau das passiert. Sehen wir hier, wir erhalten eine klare Dämpfung jetzt bei U plus und wir erhalten eine klare Dämpfung bei U minus. Heißt, funktioniert. Bedämpfen wir die dominante Größe, bedämpfen wir auch die massebezogenen Werte. So, jetzt das gleiche Spiel noch einmal abschließend für eine Gleichtaktdrossel, also Common Mode Choke. Und wir sehen, diese Common Mode Choke, die ist jetzt so gemacht, die ist nicht voll symmetrisch, die hat auch einen Differential Mode Anteil. Wir dämpfen im hohen Frequenzbereich hier den Differential Mode. Es bringt aber gar nichts, weil dort der Common Mode dominiert. Wir sehen, der Common Mode wird auch sehr hoch bedämpft. In diesem Beispiel. Und wenn wir jetzt auf die massebezogenen Werte uns anschauen, dann sehen wir eigentlich, der Dämpfungsverlauf entspricht nahezu identisch dem Verlauf, wie wir den Common Mode bedämpfen. Das heißt, das Fazit, Sie haben es gesehen, wir können unsere Störungen, die wir messen an U plus, U minus oder an L und an N, an den Netznachbildungen nur drücken, wenn wir in der Lage sind, die dominante Störgröße zu bedämpfen. Deshalb folgender Vorschlag zum Ablauf der Filterauswahl. Im ersten Schritt fangen wir an und messen ganz klassisch U plus und U minus, so wie wir es kennen. Vergleichen die Werte mit unserem Grenzwert, sind wir unterhalb dem Grenzwert, alles gut. Sind wir oberhalb der Grenzwerte, müssen wir handeln, wir müssen eine Filterstruktur mit einbringen. So, und jetzt kommt unsere Messung, Differential Mode, Common Mode, Gleichtakt, Gegentaktstörung. Wir gehen dann weiter, überlegen uns, welches ist die dominante Störgröße und suchen uns dann ein Filter aus, entsprechend dieser dominanten Größe im entsprechenden Frequenzbereich. Natürlich haben auch Gleichtaktfilter und Gegentaktfilter das gleiche Problem wie vorher schon beschrieben für unsere Filter im Zweileitersystem. Und zwar, sie sind stark abhängig von der Quellimpedanz und der Lastimpedanz. Die Quellimpedanz stellt unseren Innenwiderstand der Störquelle selber dar. Die Lastwiderstände entsprechen unserer Netznachbildung bzw. unseren Messwiderständen. Hier dargestellt sind jetzt beide Konfigurationen, um sowohl die Gleichtaktdämpfung als auch die Gegentaktdämpfung für eine Filterschaltung in der Simulation zu berechnen in Abhängigkeit verschiedener Quellimpedanzen. Schauen wir uns zuallererst auf der linken Seite das Ersatzschaltbild für die Simulation der Gegentaktstörungen an. Wir haben eine Störspannungsquelle mit Störspannungsinnenwiderstand, hier ZL Differential Mode.
Dann, wenn wir mal den Stromfluss folgen, wir fließen hier jetzt durch den Filter. Stromfluss geht dann hier unten durch. Ich kann nicht durch die Drossel in diese Richtung, das heißt, Ströme gehen nach unten durch. Die Referenzmasse passieren wir, ist uns ja egal. Wir sind quasi das Nutzsignal, laufen nach unten weiter, also passieren 50 Ohm oben und unten und schließen uns dann wieder zurück im Rückpfad. Das wäre der Aufbau für die Gegentaktsimulation. Jetzt auf der rechten Seite dargestellt unser Aufbau für die Gleichtaktsimulation. Hier machen wir jetzt wieder den gleichen Trick wie vorhin auch bei der Gleichtaktdrossel. Und zwar schließen wir jetzt die Ausgänge kurz unseres Filters hier an dieser Stelle und regen jetzt an mit einem Innenwiderstand ZL Common Mode natürlich gegen die Referenzmasse. Wenn wir jetzt dem Stromfluss folgen, dann sehen wir, der Stromfluss teilt sich auf an diesem Knoten nach oben, dann im oberen Pfad und schließt sich jetzt hier runter wieder zur Masse oder entsprechend der untere Pfad. Ich laufe nach unten und ich schließe mich wieder über die 50 Ohm gegen den Massepunkt. Und jetzt haben wir ein einfaches Setup, in dem wir unser Filter simulieren können in Abhängigkeit der Lastimpedanzen bzw. EZL Differential Mode oder Quellimpedanzen. Schauen wir uns ein Beispiel an. Zur Erinnerung noch einmal, die Dämpfung ist bei unserer Störspannung ohne Filter geteilt durch Störspannung mit Filter. Hier mal ein exotisches Filter, war mal bei uns ein Untersuchungsgegenstand, eher selten so angewendet. Das heißt, ich habe eine Längsdrossel im Pluspfad, eine Längsdrossel im Minuspfad und dann noch einen X-Kondensator am Eingang. Vom Prinzip her ein symmetrisches Filter, allerdings ohne Kopplung. Das heißt, es sind wirklich zwei eigenständige Spulen. Jetzt rechts dargestellt sehen wir das Ergebnis. X-Achse entspricht wieder die Frequenz, der Frequenzachse in Megahertz, Y-Achse der Dämpfung in dB. In Rot dargestellt die Differential-Mode-Dämpfung, in Blau die Common-Mode-Dämpfung. Schauen wir an, was passiert. So, jetzt für verschiedene Werte der Lastimpedanzen, Quellimpedanz 0,1, 1, 10, 25 und so weiter bis 200 Ohm. Wir sehen, wir erhalten eine relativ, ja, gesehen, relativ hohe Abhängigkeit der Quellimpedanz also unserer Dämpfung von der Quellimpedanz. Ja. Hier im Bereich bis 1 MHz, größer 1 MHz. Und für den Common Mode sehen wir hier das Common Mode hier hinten, diese Abhängigkeit. Vergleichen wir es mit anderen Filterschaltungen, zum Beispiel nur dem X-Kondensator, dann hält sich die Abhängigkeit in Grenzen, aber sie ist natürlich nach wie vor mit vorhanden. Schauen wir uns jetzt an, was passiert, wenn wir genau dieses Filter in unsere Simulation der H-Brücke mit angeschlossener Motorapplikation oder allgemeiner Last integrieren. Zur Erinnerung hier oben noch einmal die Dämpfungskurven, rot für Differential Mode und blau für die Common Mode Dämpfung des Filters. Unten oder in diesem Diagramm sehen wir jetzt wieder die identischen Dämpfungswerte wie vorhin auch. Unten dargestellt U plus und U minus, jeweils als Referenz schwarz die Störspannung ohne Filter. Schauen wir erst oben, was passiert. Rot zur Erinnerung wieder Common Mode, blau, Entschuldigung, rot Differential Mode, blau Common Mode. Wir sehen hier in diesem Frequenzbereich oder über den Gesamtfrequenzbereich eine wahnsinnige Differential-Mode-Dämpfung. Eigentlich genauso, wie wir es auch erwartet haben. Wir sehen hier eine Differential-Mode-Dämpfung, die ist zwar abhängig von der Lastimpedanz, aber trotzdem ein sehr schmales Band und immer eine sehr hohe Dämpfung. Ich muss mal näher hin, dann sehe ich, das sind Werte zwischen 40 und 60 dB Dämpfung. Und genau das sehen wir hier über den gesamten betrachteten Frequenzbereich. Gehen wir mal kurz runter in die massebezogenen Messungen, dann sehen wir im vorderen Frequenzbereich, da passiert gar nicht viel. Wie kann das sein? Sie erinnern sich, Differential Mode war die dominierende Störung und die dominierende Störung, die begrenzen wir jetzt doch wahnsinnig mit diesem Filter um minus 50 dB. Und jetzt sehen Sie ein weiteres Problem. Wir haben den Differential Mode jetzt hier vorne zwar
extrem bekämpft, aber jetzt plötzlich wird mit diesem Filter der Karma Mode zur dominanten Störgröße. Das heißt, wir dürfen hier nicht nur darauf schauen, wer ist die dominante Störgröße, sondern wir müssen auch im Auge behalten, wie viel Abstand habe ich zur anderen Störgröße. Weil sonst kann es sein, wie hier, ich habe zwar eine super Differential Mode Dämpfung, aber es bringt mir nichts. Ja, das bringt mir deshalb nichts, weil jetzt plötzlich der Common Mode zur dominierenden Größe wird und somit keine signifikante Dämpfungswirkung auf der Netznachbildungsseite für U plus und U minus entsteht. Wenn wir uns im höheren Frequenzbereich uns das anschauen, dann sehen wir, ich habe eine hohe Common Mode Dämpfung. Die greift erst im höheren Frequenzbereich genau aufgrund dieses Anstiegs hier hinten des Filters in der Common Mode Dämpfung. Und wir sehen, weil hier hinten der Common Mode die dominierende Größe ist und der Differential Mode ebenfalls stark bedämpft ist, das heißt, er hat keine Chance mehr dominant zu werden, haben wir eine sehr hohe Dämpfung in U plus und auch in U minus in beiden Fällen. Hier nochmal der Vergleich mit einem einfachen CX-Filter. Hier haben wir C1 als einfachen CX-Filter und hier die gerade betrachtete CLL-Struktur. Und wenn Sie jetzt einmal die Bilder auf sich wirken lassen, klar, auf der linken Seite die Common Mode Dämpfung blau ist beständig auf 0 dB, das heißt, wir haben keine Common Mode Dämpfung und wir sehen eine wahnsinnig hohe Abhängigkeit von der Quellimpedanz für dieses Filter, für die Dämpfung für diesen Filter. Rechts wieder unser bekannter Filter, wir sehen, die Abhängigkeit ist nach wie vor da. Von der Quellimpedanz aber bei weitem nicht so hoch wie für dieses einfache CX-Filter. Ganz generell kann man vorsichtig die Daumenregel aufstellen, dass je mehr Filterelemente ich in meinem System habe, also je höher die Filterordnung, desto geringer wird der Einfluss der Impedanz. Viel hilft viel sozusagen, aber auch nur für diesen engen Bereich der Abhängigkeit von der Quell- und Lastimpedanz. Jetzt haben wir viel über die Möglichkeiten zur Simulation der Filterschaltungen gesehen. Simulation ist ein wichtiges Hilfsmittel, um den oder das richtige Filter zu finden, insbesondere bei der Analyse hinsichtlich der Lastimpedanzen, der Dämpfungssimulation und so weiter. Ich möchte Ihnen jetzt zeigen, dass es nicht nur möglich ist, Filterschaltungen zu simulieren. Es fehlt jetzt noch der Beweis, dass die Simulation auch mit der realen Messung übereinstimmt. Wir betrachten dazu folgende Filterschaltung. Die Filterschaltung beinhaltet von der Netzseite her gesehen, das ist eigentlich ein Automotive-Filter, also Klemme 30, Klemme 31. Und was wir auch haben, ist natürlich unsere umgebende Referenzmasse. Das heißt, das ist immer wichtige Information, wir haben Zugriff zur Referenzmasse. So. Von links nach rechts, also Netzseite, dann kommen als erstes ein CY-Paar. Dann kommt hier in der Mitte auf Masse. Dann kommt ein X-Kondensator, ziemlich großer, ein Elektrolytkondensator für einen tiefen Frequenzbereich. Dann kommt eine Gleichtaktdrossel, Punkt, Punkt. Und als nächstes haben wir jetzt noch drei große, fette Elektrolytkondensatoren. Die zählen wir hier jetzt mit zur Filterschaltung, weil sie bestimmt auch noch hochfrequent, Anführungszeichen, mehrere 100 kHz wirken. Aber theoretisch oder praktisch gehören diese Kondensatoren als zur Zwischenkreiskapazität. Was die Zwischenkreiskapazität macht, da gehen wir nachher im Detail noch darauf ein. Sie ist ein Zwischenspeicher an Energie für unsere hier hinten angeschlossene Last, unser Device an der Test sozusagen. Gut, schauen wir unser Filter nochmal an, wie ist es aufgebaut. Wir haben hier die CY. Die Aufgabe CY, klar, Dämpfung von Common Mode, primäre Aufgabe, aber wir haben ja auch gesehen, habe auch eine Differential Mode Dämpfung enthalten.
ist ja nur halb so groß durch die Serienschaltung, aber die Differential-Moddämpfung ist ebenfalls vorhanden. Dann kommt ein CX. CX natürlich reiner Differential Mode. Dann kommt eine Common Mode Show, Gleichtaktdrossel, wenn sie ideal symmetrisch gewickelt ist, nur für einen Common Mode. Und dann haben wir noch CX als Zwischenkreiskompensatoren, die hier natürlich alle nur für Differential Mode Störung bzw. hier für einen funktionalen Nutzstrom vorhanden sind. So, genau dieses Filter bauen wir uns jetzt auf. Das heißt, so sehen Sie hier auf der Platine dargestellt. Und um sauber messen zu können, sind wir hingegangen oder bin ich hingegangen und habe die Ports jetzt alle versehen mit sogenannten SMD-Buchsen. Das ist eine spezielle Art der koaxialen Anbindung. Und was man jetzt machen kann, ist, wir nehmen einen Netzwerkanalysator. Ein Netzwerkanalysator ist sozusagen eine Erweiterung des Impedanzanalysators. Sie erinnern sich, Impedanzanalysator, der war in der Lage, uns das die parasitären Eigenschaften der Bauteile, Kondensator, Spule zu vermessen. Ein Impedanzanalysator hat aber nur einen entscheidenden Nachteil, und zwar, er hat nur zwei Ports. Das heißt, wir wissen ja, er legt eine Spannung an und misst dann sozusagen mit der Stromantwort die Impedanz nach Betrag und Phase eines Bauteils, unserer Kondensatoren zum Beispiel. Die Gleichtaktdrossel, da geht es nicht so einfach. Und zwar, wenn wir mal schauen, wir haben bei der Gleichtaktdrossel natürlich vier Punkte. Das heißt, das Ding ist ein Vierport-Element. Ja? Weil ich beziehe mich ja nirgends auf die Referenzmasse. Das heißt, ich kann jetzt nicht einfach hingehen und messen. Wie soll ich denn messen? Ja? Ich könnte, so wie wir es vorher gesehen haben bei der Gleichtaktdrossel im Datenblatt, jetzt eine Messung machen für Common Mode, eine Messung machen für Differential Mode. Dann bekomme ich ein grobes Gefühl dafür, wie die Filterwirkung ist. Ich kann mir aber daraus kein Spice-Ersatzschaltbild generieren, weil dazu brauche ich Informationen von jedem Punkt zur Referenzmasse. Wir sprechen dann von einem echten Vier-Tor. Oder Port. Deshalb benutzen wir hier jetzt einen 4-Port-Netzwerk-Analysator und wir messen dann den sogenannten S-Parameter. Ich glaube, ich erkläre in späteren Kapiteln noch genau, worum es bei den S-Parametern geht. Vom Prinzip her kann man sagen, wir messen für dieses Element die Transmissionen. Also, Beispiel, ich schicke eine Welle an diesem Tor rein und schaue mir, wie viel kommt von dieser Welle hier hinten an. Und so weiter. Mess von hier nach da, mess von hier nach da. Und jetzt charakterisiere ich hochfrequenztechnisch unser Bauteil, unser gesuchtes Bauteil, von jedem Port zu jedem Port und auch von seinem eigenen Port die Reflexion. Also ich schicke eine hochfrequente Welle dort rein. Wie viel kommt zurück? Auch das schauen wir uns später nochmal an unter dem Thema Wellenverhalten elektrischer Signale. Egal, sei es drum. Wir mit diesem Netzwerkanalysator können wir jetzt das Verhalten zu einer Gleichtaktdrossel ganz genau charakterisieren. Dann Spice-Simulare erzeugen mit einem mathematischen Tool im MATLAB zum Beispiel. Das nennt sich IDEM. Da gibt es auch viele sogenannte Vector-Fitting-Tools auf dem Markt und erhalten dann ein Spice-Modell, welches genau unsere Gleichtaktdrossel abbildet. Und natürlich bin ich dann in der Lage, auch das gesamte Filter, habe ich ja auch wieder vier Ports, zu charakterisieren. Und genau das mache ich mit diesen SMD-Buchsen hier oben. Das heißt, ich charakterisiere das ganze Filter mit unserem Netzwerkanalysator. Genauso wie ich auch hier die Gleichtaktdrossel mit dem Netzwerkanalysator charakterisiere. Das heißt, im ersten Schritt gehe ich hin und bewerte jedes einzelne Bauteil. Das heißt, ich messe es mit dem Impedanzanalysator, die ganzen Kondensatoren, und ich messe es mit dem Netzwerkanalysator. Das heißt, das Vierpol-Element. Dann baue ich mein Filtermodell in der Simulation auf, mit all den parasitären Elementen, die ich gemessen habe, oder mit dem erstellten Modell. Und ganz am Schluss vergleiche ich jetzt die Messung mit der Simulation, also die Messung Gesamtfilter mit der Simulation des Gesamtfilters und schau an, was rauskommt. Und wenn das passt, dann weiß ich, die Simulation liegt richtig,
ich kann sie weiter verwenden. Schauen wir jetzt das Ergebnis an. Links sehen wir die Gleichtaktdämpfung. Wieder dargestellt hier jetzt über der Frequenzachse. Achtung, nicht die Dämpfung in dB des Filters, sondern wir sehen jetzt negative Werte. Ich habe Sie jetzt schon mal vorgewarnt, auch ich wechsle ab und zu zwischen negativen und positiven Dämpfungswerten. Ja, wenn wir Filter betrachten. So wie viele andere Hersteller auch. Aber hier ist es jetzt eigentlich, um ganz genau zu sein, kein Dämpfungswert, keine Filterdämpfung, also keine Einfügedämpfung, sondern es handelt sich hier jetzt um eine Transmission. Man könnte auch sagen, Transmissionsdämpfung. Das ist ein Begriff, also Transmission aus den Streuparametermessungen. Man kann sich das so vorstellen. Das ist ein mathematischer Kniff. Und zwar sage ich jetzt, was passiert, wenn ich rechts oder links meines Filters ein Gleichtaktsignal reinschicke, also eine hochfrequente Gleichtaktwelle. Wie viel von dieser hochfrequenten Gleichtaktwelle kommt noch am Ausgang des Filters an? Und genau das ist hier dargestellt mit SCC12. Also die Transmission vom Common Mode Port 1 zum Common Mode Port 2. Das heißt von Eingang hier des Filters, die Störung läuft hier rein zum Ausgang des Filters. Auf der rechten Seite sehen wir jetzt das gleiche mit der Gegentaktdämpfung. Auch hier können wir uns das vereinfacht darstellen. X-Achse Frequenz und Y-Achse die Gegentakt-Transmission. Das bedeutet hier wieder, ich schicke auf der störenden Seite ein Gegentaktsignal, ein hochfrequentes Gegentaktstrom auf diese Ports des Filters. Und ich schaue jetzt, wie viel kommt noch auf der anderen Seite an. Und wir sehen, wir haben diese Transmissionen sind direkt vergleichbar mit den Dämpfungswerten der Filter. Und wir sehen, wir haben wahnsinnig super Dämpfungseigenschaften. Minus 70 dB für die Gegentakt. Gleiche ähnliche Größenordnung im tiefen Frequenzbereich für den Gleichtakt. Das heißt, wenn wir dieses Filter so betrachten, dieses Filter ist dafür gezüchtet, sozusagen für tiefe Frequenzen, hohe Dämpfungseigenschaften, sowohl für Gleichtakt als auch für Gegentaktstörungen zu erzielen. Höhere Frequenzbereiche können wir nicht so gut nachbilden, war fast auch schon zu erwarten. Jetzt rein, wenn wir das Bild anschauen, wir haben sehr große Bauelemente in unserer Schaltung mit drin. Das heißt, viele bedrahtete Kondensatoren, große Abstände untereinander, das heißt große ESR-Werte zum Beispiel oder ESL-Werte der Kondensatoren, welche zumindest oder ganz offensichtlich die Dämpfungswerte für höhere Frequenzen deutlich reduzieren. Gehen wir noch zusammen auf die Suche nach dem perfekten Filter. Wie würden Sie für sich ein perfektes Filter definieren? Sie stehen vor einem EMV-Problem und wünschen sich jetzt ein Filter, das all Ihre Anforderungen erfüllt. Klar, irgendeine Blackbox, die Sie einbauen können, nach Ihren Anschlussleitungen Richtung der Netzseite und alles ist gut. Die Grenzwerte werden locker eingehalten, die Störungen werden um 50 bis 100 dB bedämpft. Das heißt, was wollen wir haben? Wir wollen möglichst hohe Dämpfungswerte erreichen. Wie kriegen wir möglichst hohe Dämpfungswerte? Oder wie charakterisiert, was ist hoch? Ja? Vom Prinzip her kann man sagen, sehr hohe Dämpfungswerte oder Dämpfungswerte liegen so typischerweise im Bereich zwischen, klar, null, lausiges Filter, keine Dämpfung, bis um die 80 bis 100 dB. Bei dieser Grenze, also 90 bis 100 je nach dB, je nach Kalibrierung Ihrer Messgeräte, kommen wir dann schon an die Auflösegrenze der Messgenauigkeit, zum Beispiel des Netzwerkanalysators oder Impedanzanalysators. Das heißt, hier können wir schon mal einen Pflock reinrahmen und sagen, so würde unser ideales Filter aussehen. So einfach lässt sich die Frage aber auch nicht beantworten, weil Filter ja immer abhängig sind oder stark abhängig, insbesondere aufgrund der Induktivitäten, die verbaut sind. Das heißt, der Strom, der muss da durch. Was im Umkehrschluss bedeutet, je höher der Strom, desto schwieriger sind solche Filterstrukturen aufzubauen.
Ich habe für Sie im Skript versucht, mal ein ideales Filter herzustellen, beziehungsweise in einer Abschlussarbeit wurde der Versuch unternommen. Und zwar haben wir uns die Aufgabe gesetzt, wir wollen einen Filter bauen für Automotive, welches in der Lage ist, einen Notstrom von knapp über 200 Ampere zu tragen, typischerweise die Versorgung eines 12-Volt-Bordnetz, und dennoch Dämpfungswerte nahe der Rauschgrenze unserer Messgeräte generiert. Hier auf der linken Seite sehen Sie schon ein grobes Ergebnis. Uns ist es fast gelungen, beziehungsweise das Ziel war dann auch noch eher für höhere Frequenzen. Schauen Sie es einfach selber durch im Skript. Ich habe es versucht, möglichst detailliert zu beschreiben. Und überlegen Sie sich selber, welcher Einsatz oder wo, an welcher Stelle benötigen Sie ideale oder möglichst ideale Filter. Eine kurze Zusammenfassung zu unserem Kapitel 6. Also, drei wichtige Thesen. Die erste sagt, unser Filterbaukasten, unsere Einzelbauelemente sind relativ überschaubar, oder? Es war X-Kondensator, Y-Kondensator und eine Gleichtaktdrossel. Und aus diesen Elementen müssen wir unseren Filter jetzt zusammenbauen. Der kann so aussehen wie unser gezeigtes Beispiel. Der kann aber auch so aussehen wie die Netzfilterstruktur, welche wir zuvor auch schon gesehen haben. Vom Prinzip reicht meistens eine Stufe alleine nicht aus. Sie brauchen mindestens ein, zwei oder mehrere dieser Elemente, um ausreichend Dämpfung zu generieren. Je mehr Filterstufen wir im Einsatz haben, desto unabhängiger wird typischerweise das Filter von der Quell- und Lastimpedanz. Grober Richtwert. Muss natürlich im Spezialfall geprüft werden oder kann nicht ganz verallgemeinert werden. Das heißt, ein Filter mit vielen Stufen kann unter Umständen für sehr viele Applikationen eingesetzt werden. Und das ist natürlich ein Vorteil, insbesondere bei diesen Netzfiltern. Wenn Sie Hersteller wären von solchen Netzfiltern, würden Sie ja versuchen, möglichst eine breite Applikation zu generieren für sehr viele Kundenanwendungen. Dann haben wir gesehen, die Klappverritte, welche wir über die Leitung stülpen, vom Prinzip her sind es Gleichtaktdrosseln mit einer maximal zwei Windungen. Wenn Sie es selber machen, müssen Sie aufpassen, damit Sie den gleichen Wicklungssinn erwischen, vom Prinzip her sehr simpel. Sie nehmen einfach alle Leitungen, welche durch den Verritt müssen, und schlaufen alle Leitungen einmal durch oder zweimal durch, sodass sie auf jeden Fall den gleichen Richtungssinn besitzen. Bisher haben wir immer nur, oder bis auf eine Ausnahme, Verritte angeschaut, wo die Versorgungsleitungen darüber gelaufen sind. Das muss nicht sein. Es gibt Verritte für Datenleitungen, es gibt Verritte für Flachbandleitungen. Es gibt sogar Verritte bzw. Sub-D-Anschlussstecker für Platinenmontage, bei denen sind im Gehäuse Verrittkerne mit integriert. Das heißt, es funktioniert für Datenleitungen. Zum Beispiel, Sie fahren zu einem Display oder entfernten Display in Ihrem Gerät, genauso wie auf den Versorgungsleitungen auch. Sie können sogar alle Leitungen im selben Ring mit verbauen, wenn Sie genügend Platz haben und sich Sie die Störquelle dort beziehungsweise mehrere Gleichtaktstörungen auf einmal eliminieren möchten. Kann sein, es funktioniert. Kann sein, Sie müssen wieder zurück. Dann haben wir auch gesehen, und das ist eigentlich die zentrale Botschaft von diesem Kapitel, Sie schaffen es nur, die Störungen zu reduzieren, wenn wir die entsprechende Störgröße bedämpfen, welche dominiert. Also entweder unser Gleichtaktsignal oder unser Gegentaktsignal. Dann haben wir auch gelernt, wir müssen auch noch den Abstand dieser beiden Signale im Auge behalten, weil es hilft nichts, das eine Signal um 100 dB zu dämpfen, um dann festzustellen, jetzt ist plötzlich meine gegengesetzliche Größe die dominante Störung und führt dann übernimmt die Führung bei den massebezogenen Störmessungen, also von U+ und U- gegen die Referenzmasse.